Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, willkommen zu unseren Erklärvideos zum niedersächsischen Schulsystem. Mein Name ist Christina Kakridi. Ich komme aus Griechenland, bin aber schon seit vielen Jahren Lehrkraft in Niedersachsen. Ich werde Sie heute durch dieses Video über die Berufsfachschule begleiten. Schauen Sie sich vorher unser Video zur Berufsausbildung an, um zu wissen, was Ausbildungsberufe in Deutschland sind und wie man über eine duale oder vollschulische Ausbildung diese Berufe erlernt. Die einjährige Berufsfachschule besuchen Schülerinnen und Schüler mit einem Haupt- oder Realschulabschluss, die noch schulpflichtig sind und in dieser Schulform schon Kompetenzen erwerben möchten, die sie später für ihren Ausbildungsberuf brauchen. Außerdem besteht bei guten Leistungen die Möglichkeit, einen höherwertigen Schulabschluss zu bekommen. Die Ausbildung in der Berufsfachschule dauert meistens ein Jahr. Wir werden hier nur die wichtigsten Informationen geben können. Bei Interesse meldet euch zu einem Beratungsgespräch an der BBS eurer Wahl. Dort werdet ihr gut beraten, welche Berufsfachschule zum späteren Berufswunsch am besten passt. An der einjährigen Berufsfachschule gibt es nämlich unterschiedliche berufliche Fachrichtungen. Dadurch kann man sich schon vor dem Beginn einer Berufsausbildung spezialisieren. Es gibt zum Beispiel die Fachrichtungen Hauswirtschaft und Pflege, Wirtschaft oder Elektrotechnik. Die Schülerinnen und Schüler müssen ein Beratungsgespräch mit der Berufsberatung durchführen und können sich dann für eine BBS und eine Fachrichtung entscheiden, die zu ihrem zukünftigen Berufswunsch passen. Zusätzlich zur Fachrichtung können sie meistens auch einen Schwerpunkt auswählen. An jeder Schule gibt es ganz unterschiedliche Fachrichtungen und Schwerpunkte. So muss man nach seinen Interessen und Kompetenzen die richtige Schule auswählen. Der Anmeldeschluss für den Schulstart nach den Sommerferien ist oft schon im Februar oder März. Für die Aufnahme in die einjährige Berufsfachschule muss der Schulabschluss vorliegen, der für die gewählte Fachrichtung oder den gewählten Schwerpunkt notwendig ist. Das kann der Hauptschulabschluss oder der Realschulabschluss sein. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der einjährigen Berufsfachschule dann praktischen und theoretischen Unterricht in der gewählten Fachrichtung oder dem gewählten Schwerpunkt. Zusätzlich haben sie Unterricht in allgemeinbildenden Fächern wie zum Beispiel Deutsch, Englisch und Politik. Auch lernen sie Mathematik durch berufsnahe Aufgaben. Sie machen außerdem in einem Unternehmen ein Praktikum von 4 Wochen. Nach einem Jahr Berufsfachschule haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in das zweite Jahr einer dualen Berufsausbildung, die in unserem anderen Video erklärt wird, einzusteigen. Sie können also auf Antrag bei der zuständigen Stelle das erste Ausbildungsjahr überspringen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Ausbildungsbetrieb zustimmt, dass das Gelernte zum gewünschten Ausbildungsberuf passt und dass die Leistungen in der Schule gut waren. Wer sich mit einem Hauptschulabschluss für die einjährige Berufsfachschule anmeldet, kann nach dem ersten Jahr den Sekundarabschluss 1 Hauptschulabschluss erwerben. Mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 darf auch noch die Klasse 2 einer zweijährigen Berufsfachschule besucht werden. Dort können die Schülerinnen und Schüler den Realschulabschluss oder den erweiterten Realschulabschluss machen. Bestimmte einjährige Berufsfachschulen können die Schülerinnen und Schüler nur wählen, wenn sie schon einen Realschulabschluss mitbringen. Sie können dann bereits nach einem Jahr den erweiterten Realschulabschluss machen. Folgen wir nun 2 Jugendlichen auf ihrem Weg durch die Berufsfachschule. Maja verlässt die 10. Klasse einer IGS mit einem Sekundarabschluss 1 Hauptschulabschluss. Sie möchte gern Elektronikerin werden. Da sie keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, meldet sie sich an der Berufsfachschule für die Fachrichtung Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Betriebstechnik an. In der Berufsfachschule hat sie sehr gute Noten und bewirbt sich mit ihrem Schuljahreszeugnis wieder um einen Ausbildungsplatz, diesmal mit Erfolg. Da sie nun schon erste Kenntnisse aus der Berufsfachschule hat, die zu ihrem Beruf passen, fällt ihr die Ausbildung leicht und sie kann auf Antrag ihre Ausbildung verkürzen. Weil sie ihre Ausbildung sehr erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie nach der Ausbildung direkt von ihrem Ausbildungsbetrieb als Elektronikerin übernommen. Mustafa verlässt die 10. Klasse einer Oberschule mit einem Realschulabschluss. Er möchte unbedingt ans berufliche Gymnasium gehen, um dort sein Abitur zu machen und dann Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Dafür benötigt er zunächst den erweiterten Sekundarabschluss 1. Darum meldet sich Mustafa für die Berufsfachschule in der Fachrichtung Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Handel an. Da Mustafa schon einen Realschulabschluss und gute Noten hat, kann er bereits nach einem Jahr seinen erweiterten Sekundarabschluss 1 erwerben. Damit meldet er sich am beruflichen Gymnasium in der Fachrichtung Wirtschaft an.
Mustafa schafft in Klasse 13 sein Abitur und bekommt an der Universität einen Platz im Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Nach weiteren 3 Jahren Studium macht er einen Bachelorabschluss und wird danach von einer Versicherung eingestellt. Dieses Video wurde von der Causa Landesstelle Niedersachsen, dem Migranetz, dem Netzwerk niedersächsischer Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, sowie dem Migranteneltern-Netzwerk Niedersachsen erstellt. Links zu weiteren Erklärvideos und Informationen über die einzelnen Schulformen sowie unsere Kontaktdaten finden Sie auf den unten verlinkten Webseiten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und ersetzen nicht das persönliche Beratungsgespräch. Haben Sie noch Fragen? Dann melden Sie sich gern bei uns telefonisch oder per Mail. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Schulkarriere.